Hallo und herzlich willkommen bei Volksfreund TV. Die Themen des Tages aus der Region im Überblick. Neuhaus, Straßenknoten nimmt Formen an. Heckenmünster, 777 Jahre Dorfgeschichte. TV-Themenwoche Kinder, Jules letztes Videotagebuch. Der Ausbau der Bundesstraße 51 bei Neuhaus zu einem kreuzungsfreien Knotenpunkt verläuft planmäßig. Voraussichtlich Ende 2008 verläuft die B51 wieder in ihrer gewohnten Spur. Der Zubringer aus Richtung Aach bzw. Talstraße ist nach Mitteilung des Landesbetriebs Mobilität zu 80% fertig. Auch der Bau der Brücke liegt im Zeitplan. Es stehen noch der Durchstoß auf die andere Seite der B51 in Richtung Trierweiler und der Bau der dortigen Anschlussohren an. Anschließend soll die Bitburger wieder in die alte Spur verlegt werden und über die Brücke führen. Das wird voraussichtlich Ende 2008 der Fall sein. Unterdessen zeichnet sich für den Ortsteil Hohensonne, der stark unter Lärm und Abgasen durch die vielbefahrene Straße zu leiden hat, eine nachhaltige Lösung ab. Der Landesbetrieb Mobilität hat mit drei Hauseigentümern auf der rechten Fahrbahnseite in Fahrtrichtung Bitburg Verkaufsverhandlungen aufgenommen. Gelingt es der Straßenbehörde, diese Häuser zu erwerben und abzureißen, könnte die B51 leicht westlich verschwenkt werden. Damit entstünde Platz für einen wirksamen Lärmschutz, etwa durch begrünte Wälle. Auch könnte die Straße, wie es bereits in einer Bürgerversammlung angeregt worden war, im Bereich von Hohensonne tiefer gelegt werden. Die Kurzmeldungen des Tages. Spangdahlem. Ohne triftigen Grund, Voranmeldung und Ausweiskontrolle kommt normalerweise kein Gast auf die Airbase Spangdahlem. Am 26. Juli wird das alles anders sein. Von 9 bis 18 Uhr öffnet sie ihre Tore für Besucher. Dennoch, ganz ohne Sicherheitsvorkehrungen lassen die Amerikaner ihre Besucher nicht auf die Airbase. Die Informationen über die Arbeit der Amerikaner stehen beim Tag der offenen Tür im Vordergrund. Natürlich gespickt mit Spaß und Unterhaltung. Neben Flugzeugausstellungen sind auch Überflüge geplant, allerdings ohne akrobatische Einlagen. Die Besucher werden zu einem zentralen Parkplatz geleitet und von dort mit Shuttlebussen zum Festbereich gefahren. Marlborn. Die Marlborner Grundschule wird 100 Jahre alt. Am Samstag feiern die Marlborner Kreis Bernkastel-Wittlich deshalb ein großes Schulfest mit vielen Programmpunkten. Und wie es sich bei einem Geburtstag gehört, wird dem Jubilar ein Ständchen gesungen. Der Glanzpunkt ist wohl das historische Klassenzimmer. Wer das Klassenzimmer betritt, begibt sich auf eine Zeitreise. Begehrt sind die alten Schulbänke. Es gibt historische Schul- und Kinderbücher und alte Karten zu sehen. Dazu sagt der Marlborner Rektor Franz Bauer: Ja, wir wollten den Kindern zeigen, wie vor langer Zeit, vor rund 60, 70 Jahren, ihre Großeltern, zum Teil Urgroßeltern, gelernt haben. Wir hatten auch Eltern eingeladen, Großeltern eingeladen zum Interview in die Schule und haben da auch Projektbauten angelegt. Man schrieb Sütterlin, eine Schrift, die heutzutage nur noch die wenigsten lesen oder gar schreiben können. In der Marlborner Schule ist das allerdings anders. Hier zeigt die 10-jährige Chantal gerade ihren Mitschüler, wie gut sie diese antiquierte Schrift beherrscht. Das Schulfest beginnt am Samstag um 10 Uhr. Andere feiern 1000 Jahre. Heckenmünster hat sich für die 777-Jahrfeier entschieden. Dafür hat der kleine Ort in der Verbandsgemeinde Wittlichland ein beachtliches Programm auf die Beine gestellt. Heckenmünster ist ein beschauliches Dorf in der Verbandsgemeinde Wittlichland mit 133 Einwohnern. Am Wochenende, 14. und 15. Juni, feiert der Ort sein 777-jähriges Bestehen. Die Einwohner haben sich dafür mächtig ins Zeug gelegt. Viele Heckenmünsterer haben historische Kostüme selbst geschneidert, andere haben sich ein historisches Gewand besorgt. Eine neue Fahne wurde entworfen und ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Ja, unser Programm wird sehr umfangreich und abwechslungsreich gestaltet. Morgens während der Messe singt schon der Münsterchor, wer da Interesse hat. Es wird ein umfangreiches Kinderprogramm geben mit Dorfrallye, alte Handwerkskunst wie Hufschmied oder Kunstschmiede oder Korbflechter, Bildhauer werden zu bewundern sein und auch gleichzeitig vielleicht gibt es hier und da die Möglichkeit auch selber was zu machen. Und es wird Ausstellungen geben, Fotoausstellungen, landwirtschaftliche Ausstellungen, also ein rundes Programm.
was, denke ich, den ganzen Tag auch sehenswert sein wird. Einmal dürfen wir uns noch an Jules Lachen erfreuen. Dann gehen die Kinderthemenwochen zu Ende und damit das Videotagebuch von Jule Behrens aus Gindorf. Zum Abschluss lässt uns Jule teilhaben am Spielen mit ihrer Freundin. Lana geht mit Jule in den Kindergarten und sie ist auch Jules Freundin. Nachmittags spielen die beiden häufig zusammen. Mutter und Kind ist dabei nur ein Zeitvertreib. Heute will die Mama mit der Tochter zelten und bereitet alles vor. Aber erst muss ich nur alles aufräumen. Vor allem muss das Zelt ausgeräumt werden. Die beiden Mädchen toben sich auf dem Klettergerüst aus. Am Seil, beim Klettern oder Schaukeln. Oder sie backen Kuchen im Sandkasten. Ich mach sowas wieder. Jule liebt nicht nur das Spiel mit Lana. Auch Papa Dirk wird eingespannt zum Fußballspielen. Mama Sandra und Bruder Mika schauen zu. Antäuschen, dribbeln und dann rauf aufs Tor. Jule bestimmt, wann genug ist. Tür ist aus. Irgendwann ist es auch genug mit dem Spielen und mit dem Videotagebuch. Da bleibt Jule nur zu sagen: Tschö. Bis in 4 Jahre. Tschö. Der Sport wird Ihnen präsentiert von Bitburger. Handball. Die weibliche B-Jugend der DJKMJC Trier kann am Sonntag Geschichte schreiben. Noch nie erreichte eine Jugendmannschaft aus der Region die Endspiele um die deutsche Meisterschaft. Am Sonntag wollen die Triererinnen beim Viertelfinal-Hinspiel in Magdeburg die Basis für den Halbfinaleinzug im Rückspiel in Trier legen. Fußball. Ihre Verträge bei Eintracht Trier laufen aus. Doch die Spieler bleiben. Sebastian Hartung, Christian Müller und Uli Schneider haben sich jeweils für 2 weitere Jahre an den Regionalliga-Aufsteiger gebunden. Alle 3 zählten in der Oberliga zu den Leistungsträgern. Der Sport wurde Ihnen präsentiert von Bitburger. Trier. Der Kinderflohmarkt des Trierischen Volksfreunds findet am Sonntag, 8. Juni ab 11 Uhr rund um das Verlagsgebäude in Trier-Euren statt. Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Händler werden zugelassen, solange Platz vorhanden ist. Aufgebaut wird zwischen 10 und 11 Uhr. Zum Verkauf sind nur Kindersachen zugelassen. Down. Die Ausstellung Mineralwasser erleben, die während der gesamten Terra Magica 2008 im Forum Daun in Zusammenarbeit mit dem Dauner Sprudel zu sehen war, endet am Sonntag, 8. Juni um 11 Uhr mit einer Finissage, zu der alle interessierten Gäste und Bürger eingeladen sind. Passend zum Thema der Ausstellung werden alkoholfreie Mineralwasser-Cocktails serviert. Musikalisch umrahmt wird die Abschlussveranstaltung mit 4 Profimusikern der Topband Four of Us. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Und jetzt zum Wetter in der Region. Am Samstag gibt es immer wieder Schauer, örtlich auch mit Blitz und Donner. Dazu kühlt sich die Luft in den Frühstunden auf 9 Grad ab und erwärmt sich tagsüber bis auf 26 Grad. Der Wind weht leicht aus Ost bis Südost. Die weiteren Aussichten. Am Sonntag bestimmen örtliche Schauer und Gewitter das Wetter. Hin und wieder kann aber auch die Sonne zum Vorschein kommen. Die Luft kühlt sich in der Früh auf 14 Grad ab und erwärmt sich während des Tages bis auf 25 Grad. Das war die letzte Sendung von Volksfreund TV in der bisherigen Form. Ab Montag wird Ihnen das Volksfreund TV-Team dann Videonachrichten in neuem Format bieten. Statt einer ganzen Sendung erwarten Sie brandaktuell produzierte Videobeiträge. Lassen Sie sich überraschen. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und wünschen Ihnen ein erholsames Wochenende. Auf Wiedersehen.